Dann lassen Sie uns starten mit dem Opening Talk und ich freue mich auf ein sehr breit aufgestelltes Panel, das, wie ich gerade schon gesagt habe, einfach multiperspektivisch hoffentlich an das Thema herangeht. Und ich darf nach vorne bitten ganz herzlich Stefan Wasmuth, Mirlit Chakmala, Hubertus Neuhausen und Britt Dahmen. So, jetzt stelle ich Ihnen die Damen und Herren mal vor. Mirlit Chakmala brauche ich Ihnen, glaube ich, nicht vorstellen als Geschäftsführerin des Zentrums für Lehrerbildung. Neben ihr steht Stefan Wasmuth, er ist der Vorsitzende des Bundeselternrats, also diese Perspektive aufs Bildungssystem. Dann geht es weiter mit Britt Dahmen, sie ist Referatsleiterin für Gender und Diversity Management hier an der Universität zu Köln. Und last but not least in dieser Runde Hubertus Neuhausen als Direktor der Universitäts- und Stadtbibliothek. Also da dann wieder eine ganz andere Institution, die übrigens Mitveranstalter ist. Was nicht ganz unwichtig ist, weil tatsächlich, auch darüber hatten wir im Vorfeld kurz gesprochen, sich verändernde Bildungssysteme natürlich ganz, ganz viele Akteure brauchen. Das kann nicht ein Zentrum für Lehrerinnenbildung sein, sondern das müssen natürlich ganz unterschiedliche Menschen sein, die dort mitwirken und mitdenken, und ein bisschen repräsentiert das hier hoffentlich auch. Lassen Sie uns starten, Frau Dahmen. Warum haben Sie gesagt, ja, ich komme hier hin, ich diskutiere mit? Was interessiert Sie an diesem Thema Zukunft Schule, an einem nach vorne gerichteten Bildungsblick aus der Perspektive von jemand, der ja schon wahrscheinlich in einer altehrwürdigen und entsprechend männerlastigen oder nicht gendergerechten Institutionen wie der Universität zu Köln, wahrscheinlich haben Sie ohnehin schon genug zu tun hier. Ja, das stimmt. Ist an? Ja. Müsste an sein, ja. Genau. Weil ganz so negativ, wie Sie es gerade dargestellt haben, ist es gar nicht mehr hier in der Uni Köln, finde ich zumindest. Aber grundsätzlich ist unser Thema natürlich ja nicht nur, also Gender und Diversity Management, Gleichstellung, Bildungsgerechtigkeit, natürlich nicht nur eine Frage, die wir hier an der Universität behandeln sollten, sondern die sozusagen übergreifend ist für alle Bildungseinrichtungen hier bei uns in Deutschland. Und da ist das Thema Schule natürlich ganz, ganz weit vorne. Und gerade im Zusammenhang mit dem Thema Bildungsgerechtigkeit beschäftigen wir uns natürlich ganz viel mit den Schnittstellen von Schule an die Hochschule und sind da sozusagen hier innerhalb der Universität auch ganz viel mit beschäftigt. Aber ne, wenn ich sozusagen den Blick in das Programm eben werfe, merke ich, wie viele Schnittstellen natürlich sozusagen vom Interesse her auch direkt in der Schule eigentlich schon liegen, die wir vielleicht jetzt noch gar nicht so stark bespielen oder wo das ZFL eben auch schon ganz viele Maßnahmen ergreift und ganz weit vorne ist aus meiner Sicht mit seinen Maßnahmen. Nehmen wir mal die Helios-Schule, die Universitätsschule, die ja wirklich davor bildhaft ist aus meiner Sicht. Also insofern, diese Schnittstelle zwischen Schule und Hochschule ist gerade in unserem Thema Bildungsgerechtigkeit, Gleichstellung, Diversität ganz, ganz immanent. Und insofern finde ich es einfach spannend, heute nochmal genau diesen Fokus auf die Schule zu nehmen, um zu gucken, was lernen wir daraus auch für unsere Arbeit hier an der Universität. Jetzt habe ich es ja gerade so ein bisschen unzulässig wahrscheinlich auch begrenzt, Ihren Arbeitsbereich auf die Gleichstellung. Sie machen ja auch Diversity Management und das führt ja weit über die geschlechterparitätische Frage hinaus. Ist das tatsächlich Diversity Management oder der Umgang mit Diversität, mit Unterschiedlichkeiten aus Ihrer Sicht schon so in der Lehrerbildung oder im Schul- und Bildungssystem zumindest als Thema angekommen, institutionell sicher noch nicht, aber als Thema so präsent, oder haben Sie das Gefühl, oh nee, da müssen wir auch noch ganz schön dicke Bretter bohren? Gut, als allererstes drängt sich das Thema Inklusion auf. Also ich meine, damit beschäftigt sich Deutschland seit Jahren und auch unter sehr problematischen Perspektive im Sinne von, wie schaffen wir das eigentlich inklusiv, also im Sinne von engem Begriff von Inklusion von Menschen mit Behinderung in unser Schulsystem zu bearbeiten. Und da ist das Thema sozusagen ganz klar auch schon ganz lange präsent. Und mein Gefühl ist, dass wir da auch sozusagen schon sehr intensiv eigentlich dran arbeiten, nämlich genau diese Hürden zu fokussieren und zu gucken, okay, wie kriegen wir die irgendwie neu gesteuert oder abgegeben. Gebaut. Also da ist das sozusagen aus meiner Sicht schon sehr präsent. Aber ich glaube, so das Thema Bildungsgerechtigkeit im etwas weiteren Sinne gedacht oder Inklusion im etwas weiteren Sinne gedacht, dass es eben nicht nur um spezifische Gruppen geht, wir wollen Mädchen in den Naturwissenschaften fördern oder wir wollen Menschen mit Behinderungen in die Schulklassen integrieren, sondern darüber hinausgehen zu denken, wie schaffen wir gleiche Chancen für alle Kinder im Bildungssystem weiterzukommen, gemäß ihrer Interessen und Bedarfe. Ich glaube, dieser Blick ist komplex, ja, weil das bedeutet sozusagen, sich zu lösen von vielleicht auch Stereotypen und Gruppenzuteilung, die uns ja allen erstmal leicht fällt, sondern komplexer zu denken und den Menschen als solches zu nehmen und da sozusagen einerseits nicht in Beliebigkeit zu verfallen, sondern nach dem Motto, ja, jeder ist unterschiedlich und wir, ne, dann wird es vielleicht beliebig.
und andererseits aber trotzdem sozusagen den ganzheitlichen Blick auf, wie wollen wir mit Menschen umgehen, wie wollen wir Menschen bei ihrer Entwicklung unterstützen, wie können wir das gestalten, da sozusagen einen guten Blick für zu kriegen und das sinnvoll zu gestalten. Ich glaube, das ist eine große Herausforderung und ich glaube, darüber wird ja auch heute, wenn ich das auch richtig sehe, in den Veranstaltungen viel gesprochen werden. Herausforderungen haben Sie das genannt, das sind Aufgaben, vor denen das Bildungssystem steht. Herr Wasmuth, wenn Sie als Elternvertreter auf das Bildungssystem gucken und auf das, was da in Bewegung ist oder vielleicht auch nicht in Bewegung ist, was sind so die ersten 1, 2, 3 Punkte, die Ihnen einfallen dabei? Na, erstmal herzlichen Dank, dass wir überhaupt da sein dürfen. Das haben wir ja gut abstimmen können. War natürlich interessant für uns, weil wir im Jahr 2016 das Thema Zukunftsschule hatten und jetzt im Moment weitermachen mit unseren Jahresthemen beim Bundeselternrat, gerade im Rahmen der Elternmitwirkung unterwegs sind. Wie kann das verbessert werden? Wie kann es laufen? Und ich denke, das ist ein ganz wichtiger Aspekt. Wir haben ja auch von der KMK diesen Bildungs- und Erziehungsauftrag jetzt gemeinsam formuliert bekommen, Lehrkräfte und letztendlich Eltern. Und da gehört es einfach dazu, dass wir Eltern auch bei den Lehrern sind und die Lehrer vielleicht mal bei uns sind. So läuft es am Moment und ich glaube, es kommt so langsam ein bisschen Verständnis füreinander auf. Das ist ganz wichtig, denke ich, dass wir nicht so eine Skepsis haben. Von daher war ich Anfang des Jahres so ein bisschen überrascht über diese Studie, die es gab. Lehrerinnen und Lehrer haben Angst vor Eltern, weil da gibt es auch Nervige, das ist so, gar keine Frage. Wir sind ja auch nur Menschen, genau wie die Lehrerinnen und Lehrer auch. Aber ich denke, wir müssen uns da annähern und müssen gemeinsam dran arbeiten und müssen sehen, wie können wir das Bildungssystem reformieren, wie können wir es besser machen. Und wenn ich gerade auch in dem Programmheft ja gelesen habe, und das ist ja bekannt, vor 10 Jahren gab es diesen Bildungsgipfel, vor über 10 Jahren, und in Sachen Bildungschancen hat sich eigentlich letztendlich gar nichts getan. 10 Jahre Stillstand ist ein bisschen wenig. Und gerade was ihr ja auch macht von der ZFL, sind ganz tolle Projekte, aber es sind immer leider so Einzelphasen. Es wird nicht auf die breite Fläche übertragen. Und das ist, glaube ich, ein Riesenproblem, was wir haben, wo wir dran arbeiten müssen. Da müssen wir ein bisschen schneller werden. Schule ist ein langsamer, großer Tanker, aber da müssen wir einfach intensiver und schneller werden. Wenn Sie sagen, 10 Jahre Stillstand, ist das dann ein systemisches Problem, dass die Schule wirklich sich so langsam verändert? Oder steht da jemand richtig auf der Bremse? Also wenn ja, wer? Ich glaube, die Politik steht schon ziemlich auf der Bremse. Auch Föderalismus ist natürlich was, was wir einerseits sicherlich ganz gut finden, aber im Großen und Ganzen müsste das Gebot aufgehoben werden. Das ist unsere Elternmeinung. Wir sehen es an ganz vielen tollen Beispielen, wenn eine Schulleitung mit dem Kollegium und den Eltern und den Schülern gut zusammenarbeitet, sehen wir ganz tolle Projekte, wo auch ganz viel bewegt wird. Also es ist ja nicht so, dass überall Stillstand ist. Es gibt Sachen, wo es wirklich richtig, richtig gut läuft und wo auch die Kinder aufs Leben vorbereitet aus der Schule herauskommen. Und diese Projekte dürfen nicht nur Projekte bleiben, sondern müssen in die breite Fläche. Herr Neuhausen, jetzt haben wir schon so ein kleines Lob gehört für das ZFL, kommen wir auch gleich nochmal drauf, aber also es zeigt sich, dass sich da was tut an der Uni und gerade auch in Köln. Wo können Sie als Bibliotheksbereich, als Versorger gewissermaßen mit ganz viel Hintergrundwissen, wo können Sie dazu beitragen und beisteuern, dass genau das passiert, was wir gerade ja gehört haben als Forderung, dass das endlich mal in die Fläche kommt, dass das nicht so einzelne Leuchtfeuer bleiben, die sehr schön sind und dann irgendwann vielleicht wieder verglühen oder vielleicht auch zu einem kleinen Flächenbrand sich ausweiten, sondern dass das richtig strukturiert in die Fläche kommt. Ja, also können Sie mich verstehen? Ja, ich sehe mich jetzt sehr verlegen gerade, weil unser Auftrag ist natürlich jetzt sehr, sehr fokussiert. Also wir sind hier Versorger an der Universität. Und stoßen aber auf ganz interessante ähnliche Phänomene. Und ich würde nochmal gerne auf das eingehen, was Sie gerade gesagt haben. Ich glaube, dass man oft die systemischen Probleme nicht unterschätzen darf. Denn ich bin jetzt als Bibliothekar, was man so auf Anhieb nicht vermutet, bemühe ich mich hier schon, sowas wie ein Agent dafür zu sein, dass Digitalisierung getrieben wird, dass die Universität sich auch mit verändert in puncto Digitalisierung. Haben wir ganz viel miteinander gesprochen. Ich habe auch den Herrn Eden gesehen, ganz wichtiger Gesprächspartner, der hier für digitale Lehre zuständig ist. Jetzt ist die Einrichtung, für die ich zuständig ist, Bibliothek, hat vielleicht einen ganz ähnlichen Charakter. Wir sind Jahrtausende alt, wir haben Jahrtausende Kontinuitäten. Und als ich vorhin hier saß, dachte ich, eigentlich ist das in der Schule doch sehr ähnlich. Gelernt wird in der Schule eigentlich auch schon seit Jahrtausenden. Und es wäre vielleicht mal ganz spannend, sich anzugucken, welche Kontinuitäten sich ergeben, wie diese Kontinuitäten Kultur geprägt haben. Also ich kann ganz klar sagen, also bei uns in der Bibliothek, das ist heute ein Riesenproblem. Wir haben Prozesse, die sind Jahrtausende alt, die haben wir kontinuierlich weiterentwickelt. Diese Prozesse haben sozusagen zu einer bestimmten Kultur geführt, weil durch das Ausüben von Prozessen diese Kultur geführt und dadurch ziehen wir bestimmten Typus Menschen an. Und dieser bestimmte Typus Mensch sozusagen
hat sich extrem wohlgefühlt in einem Typus von Organisationen sozusagen, wie er bis vor kurzem bestand. Und dann kommt auf einmal die Digitalisierung, dann heißt es, wir müssen alle agil sein, es wird alles anders. Und ich könnte mir vorstellen, dass Schule da vor sehr, sehr ähnlichen Problemen steht und Universität auch, finde ich. Denn das sieht man gerade auch, also wie sehr sie ächzt, wie schwer sie sich tut. Das ist das, was mich gerade beschäftigt, dass alles, was an Digitalisierung oder die meisten Digitalisierungsbemühungen, die in der Universität passieren, sind völlig unkoordiniert, sind völlig ungeplant, ohne jegliche zentrale Steuerung oder Planung, sind fast alles Bottom-up-Bewegungen. Und ich finde dieses Wechselspiel, das wir momentan haben von Digitalisierung auf der einen Seite, die Kultur von Institutionen, Schule, Universität, Bibliothek und den Typus Mensch, den man anzieht und halten kann, den Typus Mensch, der auch relativ schnell wieder abgestoßen wird. Also dieses Wechselspiel finde ich ungeheuer spannend und ich glaube, dass sich da ganz, ganz viele Parallelitäten, Überschneidungen, Gegensätze geben, wo es sich auf jeden Fall lohnt, das Gespräch zu führen. Das ist ja eine total spannende, oh ja, gerne, Zwischenapplaus immer her damit. Das ist ja eine total spannende Blick, ein total spannender Blick auf dieses, auf diese beiden Institutionen, die Bildung oder drei, wenn man so will, Schule und Hochschule auf der einen Seite und die Bibliothek auf der anderen. Jetzt haben wir in der Schule ja das Problem wie beim Fußball. 80 Millionen Bundestrainer wissen, welche Mannschaft man aufstellen muss, um Weltmeister zu werden. Und in der Schule wissen auch 80 Millionen Leute, wie guter Unterricht geht, weil als Qualifikation reicht im Zweifelsfall, ich war selber mal vor 80 Jahren in der Schule. Und das ist ja bei Bibliotheken ein bisschen anders. Nicht jeder behauptet, jeder sagt, ich kann lesen. Okay. Jeder hat Bücher. Schade, ich dachte, Sie können uns jetzt sagen, was sich denn Schule von Bibliothek schon mal abgucken kann oder anders, welche Fehler vielleicht Schule auf jeden Fall vermeiden sollte, die Sie möglicherweise gemacht haben. Also ich glaube, das steht mir nicht zu, also sowas zu sagen. Also weil ich habe schon genug mit meinen, ich sage das mal so flapsig, mit meinen eigenen Problemen zu tun. Können Sie sich nicht auch noch um die Schule kümmern? Das ist schon schwer genug. Nein, also auch wirklich so. Und jetzt, wenn man zu Frau Dagmar zu kommen, zu Müller, und dann sagen, hör mal, also du musst jetzt das und das machen. Also das wäre jetzt ein bisschen vermessen. So. Aber nach dem dritten Rotwein oder Kölsch kann man dann doch mal so ein bisschen freundlich sagen, hör mal, ich hätte eine Idee für euch. Nee, aber ich glaube, dass also ich fände es spannend, sich über diese unterschiedlichen Perspektiven auszutauschen. Also ich glaube, dass, da fange ich gerade an, mich mit zu beschäftigen, also dass Hochschule ganz spannende kulturelle, organisatorische Besonderheiten hat in Deutschland sozusagen, die ist interessant, das ist sehr interessant, bestimmte Dinge sind unglaublich leicht für Hochschulen, also zum Beispiel eine ganze Universität für eine Exzellenzinitiative zu mobilisieren, das sind alle dabei, arbeiten wie die Verrückten, 60 Stunden die Woche. Aber wenn Sie versuchen, organisatorische Veränderungen durchzuführen, die also viel, viel weniger Arbeit machen, das ist praktisch unmöglich. So, und das ist dann sehr spannend. Woran liegt das eigentlich? Und ich könnte mir vorstellen, dass Schule ganz ähnliche spannende Phänomene aufweist. Und das ist dann spannend, ins Gespräch zu kommen, mal zu gucken, wie ist es bei dir, wie ist es bei uns, warum ist das so, wo sind Parallelitäten, wo sind Dinge unterschiedlich. Das kann man dann beim dritten Rotwein gerne diskutieren. Gut, machen wir heute Abend. Ist ja auch geplant. Sie sind alle eingeladen, ja, das haben Sie schon gehört. Müller-Czakmaler, wenn wir, also gestern hast du dich ja schon geoutet, du könntest kommunistische Workshops aus dem Stand machen, als es darum ging, ob wir den Kapitalismus als Wirtschaftsform abschaffen müssen, dann ist es Zeit jetzt für eine erste steile These, würde ich sagen, angelehnt natürlich an sozialistische Thesen, wo sonst, die da lautet, von der Bibliothek lernen heißt siegen lernen. Ist es so? Mit Sicherheit, zumindest bei unserer Bibliothek, Hubertus. Ja, von der Sowjetunion lernen war das ja eigentlich, heißt siegen lernen. Das heißt, es ist wirklich ein historischer Spruch, aber vielleicht ist das ein oder andere ja rettbar. Vielleicht nämlich die Haltungsfrage. Also ich will nochmal anknüpfen, wer gestern da war, hatte diese Coping Styles von Herrn Göll, wo es darum geht, diese 27% Weltverbesserer, wie viel Prozent sind wir eigentlich? Meine These war gestern auf Twitter, hier sitzen dann wahrscheinlich diese 27% Weltverbesserer. Und was mir daran aufgefallen ist, es hieß in dieser These, in der Beschreibung dieser Leute, der Weltverbesserer, sie haben eine Lösung und glauben daran. Und ich glaube, das ist ein bisschen auch unser Problem. Wir glauben nämlich immer, eine Lösung zu haben und dem nachzulaufen, dass diese Lösung die richtige ist. Und ich glaube, dass das einfach überhaupt nicht mehr funktioniert, sondern dass es ganz, ganz viele Lösungen möglicherweise gibt und wir ganz, ganz viele Perspektiven brauchen, um ganz, ganz viele verschiedene Lösungen zu haben. Und deswegen glaube ich auch, Hubertus, dass das auf eine Art gar nicht so schlecht ist, dass die Digitalisierungsbestrebungen an der Universität auch bottom-up funktionieren. Was vielleicht im Moment noch fehlt, ist
dass man auch darauf achtet, dass dann so eine Universität auch gemeinsam sozusagen geht und diese Bottom-up-Sachen sich irgendwie nicht verlieren. Aber ich glaube, dass wir beides brauchen. Also die Diskussion in den Schulen vor Ort, was jede Schule, jede Universität, jede Bibliothek, wahrscheinlich auch jedes Referat an jeder Gender-Referat an jeder Uni, was da genau gebraucht wird, und zwar im Sinne einer Community, nämlich mit Eltern, mit Schülerinnen und Schülern, mit den Menschen, die im Stadtteil leben, mit den Beispielen, die auch Herr Göll gestern hatte. Was ist mit den außerschulischen, mit den Initiativen einfach? Nehmen wir Fridays for Future, aber nehmen wir auch schon Fair gehandelt, nehmen wir Eine Weltladen gab es früher. Ich bin ja eine Generation, wo man noch Marxismus an der Uni hatte. Ja, also das, da kannten wir auch schon Eine Weltläden. Also dass wir ganz anders denken in diesem Bereich. Und das ist, glaube ich, so ein bisschen die Krux für uns, dass wir lernen müssen, diese anderen Perspektiven. Da war auch gestern ein schönes Beispiel, nämlich dieser Elefant. Das finde ich immer super. Dieses Elefantenbeispiel, für die, die nicht da waren, wenn Menschen, die nicht sehen können, einen Elefant nur ertasten, dann ertastet der eine den Schwanz hinten und sagt, das muss eine Schlange sein. Der andere ertastet irgendwie ein Bein und sagt, das muss eine Säule sein und so weiter. Und erst wenn alle ihre Perspektiven eingebracht haben, ergibt sich das Bild und das große Ganze. Und das sind wir einfach nicht gewöhnt. So, und da glaube ich, wer steht da eigentlich auf der Bremse? Da weiß ich gar nicht, ob mehr auf der Bremse steht die Bildungsadministration oder die Bildungspolitik. Ich glaube, die tun sich beide nichts. Weil wenn man bestimmte Hintergrundgespräche mal mitkriegt, in kleineren Bundesländern kriegt man ja manchmal was mit, dann ist das so, dass man feststellt, dass immer wieder Menschen auch als Minister oder Staatssekretäre ganz, ganz viele gute Ideen haben, wenn sie anfangen. Und dann scheitern sie an diesem System der Bildungsadministration in ihren eigenen Behörden. Und dann sind wir bei diesem Typus, der da herangezüchtet wurde, sage ich mal, Typus, wen wir anlocken mit unserem System. Und dann sind die Widerstände so, dass ganz, ganz lange gar nichts passiert. Und da glaube ich, dass wir einmal an die Grenzen kommen, wenn wir versuchen, bottom-up was zu verändern. Darum bin ich auch so Fan dieser Friday for Future-Bewegung. Einfach nur, weil sie auf die Straße geht und sagt, Leute, es geht nicht so weiter. Und ich glaube, wir müssen, wenn wir im Bildungssystem ernsthaft was verändern wollen, Politik und Administration dazu zwingen, dass wir Freiräume kriegen für Veränderung. Weil sonst wird es nicht funktionieren. Herr Neuhausen, dann hör was von. Okay. Ja, ich will doch noch mal eine Lanze brechen, auch für ein bisschen Zentralisierung. Also wobei das alles richtig ist, also da bin ich von entfernt. Um vielleicht eine andere provokante These in den Raum zu stellen, wenn man mal das Thema Digitalisierung und Schule und Digitalisierung und Universität sich anfängt. Da habe ich einen sehr spannenden Vortrag gehört von einem Sprachwissenschaftler, Henning Lubin, der ist heute Präsident der Akademie für Deutsche Sprache in Darmstadt. Und der sagte sinngemäß, naja, im Grunde haben wir uns alle daran gewöhnt, dass wir in zwei Welten leben. Also wenn ich Schüler bin, also wir thematisieren das gar nicht. Entschuldigung. Das heißt, der normale Schüler, also bei meinen Patenkindern sehe ich das so, die leben in ihrer Freizeit in einer völlig digitalen Welt, benutzen alle digitalen Plattformen, haben ihr Smartphone, bedienen das ganz hervorragend. Ob das jetzt Digital Native ist, würde ich mal außen vor lassen, aber sie leben in einer, ihre gesamte Lebenswelt ist von diesen digitalen Angeboten durchdrungen und sie sind da eine Servicequalität gewöhnt, die geht uns ja selber. Wir sind ja sofort genervt, wenn eine App nicht sofort aufmacht und alles nicht ruckzuck geht. Und wenn man dann in die Schule kommt, und das gilt für die Universität irgendwie auch so, dann kommt man in ein digitales Entwicklungsland sozusagen. Also das ist eine Welt, die völlig anders funktioniert. Und also bei der Universität, es gab mal 2015 einen ganz spannenden Blogbeitrag von einem finnischen Studenten, der auch in China studiert hat, der da, genau, Juso Nisola, der dann im Grunde sagt, also Studieren in Deutschland ist, das will ich jetzt nicht ausführen, das war sehr unanständig, aber sehr drastisch, aber sehr klar. Und der sagte, also der hat das auf den Punkt gemacht, dieser Blogbeitrag. Und ich denke schon, dass große Institutionen wie die Universität zu Köln oder ähnliche, das ist schon wichtig, dass da ein Bewusstsein geteilt wird, da haben wir ein Problem sozusagen mit dieser unterschiedlichen Lebenswelten und die Serviceangebote, die wir hier anbieten. Ich meine, ich will jetzt hier niemandem zu nahe treten, weil die Kollegen, die diese Systeme betreuen, sind hoch engagiert. Ich sag mal, sowas wie Ilias oder ähnliche Systeme, die sind nicht wirklich konkurrenzfähig mit dem, was wir aus der digitalen Wirtschaft gewöhnt sind. Und Sie dürfen auch applaudieren, wenn Sie wollen. Nee. Ja, und ich denke, das muss schon als Problem irgendwo auch insgesamt in den Blick genommen werden. Und
da bin ich so ein bisschen, das ist ein Punkt, wo ich sehr hilflos vorstehe, weil ich nicht gelingt, diese Form von Bewusstsein zu schaffen. Was Mut, Frau Dammann? Ja, eigentlich nur noch mal unterstützen, was Sie eben gesagt haben. Ich will nur mal ein ganz kurzes Beispiel machen. Wir hatten die Bundestagswahlen. Wir sind kurz danach eingeladen worden von der Koalition, die uns gesagt hat, als Elternvertreter, wir wollen diesen Nationalen Bildungsrat jetzt gründen und wir wollen, dass ihr mit dabei seid. Galt für die Schüler genauso, was ich sehr wichtig finde. Und zwei Stunden später war die Ernennung des Kultusministers aus Thüringen bei der KMK. Und dann haben wir genau das Problem, was Sie sagen. Da sagte der Herr Michalik als Generalsekretär, Sie haben vielleicht gehört, die Koalition möchte gerne einen Nationalen Bildungsrat gründen. Das gibt es mit uns definitiv nicht. Und da haben wir genau das Problem. Die Politik hat teilweise Ideen, die dann aber an der Administration scheitert. Und das, was Sie eben gesagt haben, genau dasselbe. Es gibt ja auch eine aktuelle Studie dazu. 1% der Digitalisierung findet in der Schule statt, egal in welchem Bereich. Und 99% findet im Privatbereich statt. Und alleine, wenn ich die Schulcloud sehe von HPI, was da passiert, wo ein Auftrag rausgegeben wird und keiner so richtig weiß scheinbar, wie das Ding funktionieren soll und auf einmal eine einheitliche Schulcloud da ist, ist die Aufregung groß, weil die Kultusminister sich auf den Schlips getreten fühlen. Das sind alles Sachen, da können wir die nicht vorbereiten. Und da ist einfach Schule zu langwierig, zu starr. Ich finde es gut, dass Schule Bestand hat, also dass man nicht alles sofort ändert. Aber irgendwann müssen wir auch mal anfangen, so ein bisschen Bewegung reinzukriegen. Die Welt ist viel schneller. Also wir gehen nicht mehr ins Netz, wir gehen nicht ins Internet, wir sind schon mittendrin. Ohne das Ding funktioniert es nicht. Also ich arbeite auf dem Ordnungsamt, ich kann den Laden zumachen, wenn ich kein Internet habe. Und wenn die Kinder das nicht beigebracht kriegen, wie das funktioniert, und vor allen Dingen auch die Lehrkräfte nicht wissen, wie funktioniert das. Und wenn ich sehe, was in den Schulen passiert, da kannst du ja froh sein, wenn einer überhaupt so ein bisschen Ahnung hat davon, dann funktioniert es einigermaßen. Und was jetzt gerade passiert mit dem Digitalpakt, also ich komme jetzt aus Hessen, die erste Charge haben wir schon versäumt abzurufen, weil wir immer noch am Diskutieren sind, wie machen wir es denn überhaupt. Und das ist einfach unglaublich, unglaublich. Verdammt. Kurzer Kommentar von außen, wobei ich gar nicht in dieser Diskussion Digitalisierung und Schule so drinstecke. Ich sehe das nur von den Medien. Ich habe nur mitgekriegt, als es irgendwann mal einen Digitalpakt gab, ganz viel Geld sollte in die Digitalisierung von Schulen fließen, kam dann der Aufschrei von der anderen Seite, ja Moment, Digitalisierung ist das eine, aber Toiletten, überhaupt die Sanierung von Gebäuden, steht das nicht als allererstes an? Also da widersprechen sich ja dann sozusagen auch die Ansichten, was ist sozusagen dringlicher und gekoppelt mit den Ressourcen, die dann an der einen oder anderen Stelle nicht da sind. Das ist natürlich, finde ich, schon auch eine komplexe Fragestellung, wo steckt man Ressourcen rein und was ist sozusagen dringlich und was geht dran. Aber ich will, eigentlich habe ich sozusagen angedockt an den Punkt Haltung, der hier eben auch nochmal reinkam. Und ich finde das unheimlich wichtig, dass wir sozusagen an uns selber arbeiten, an unserer eigenen Haltung zu all diesen Themen, die wir hier heute besprechen. Das Thema Diversitätsorientierung, das Thema Digitalisierung, das Thema Führung. Welches Führungsverständnis habe ich? Es ist ja auch ein Riesenthema des ZFL. Gerade habe ich die schöne Broschüre gesehen. Chef sein ist so 80er, hat mir gut gefallen, der Titel. Also das eine ist sozusagen zu gucken, ja, die Politik steht auf einem Schlauch und da scheitert man an Administration, aber Politik wird von Menschen gemacht und im Zweifel sind wir die Menschen, die sozusagen damit eingreifen. Und das ist das, was ich eben auch an der Fridays for Future Bewegung einfach so genial finde. Diese Menschen lassen sich eben nicht, die Jugendlichen lassen sich nicht eindämmen durch systemische Fragestellungen. Sie sagen, wir machen das einfach trotzdem. Das ist unsere Haltung. Wir möchten hier sozusagen was in die Öffentlichkeit bringen und wir lassen uns nicht einschränken, sondern wir machen das einfach. Sie haben vielleicht eine eigene Freiheit, die andere wiederum nicht haben, das mag unbestritten sein, aber ich glaube, das Wichtigste ist, dass wir uns selber hinterfragen, welche Einstellung haben wir zum Thema Digitalisierung? Bin ich selber offen und bereit, mich auf Neues einzustellen? Oder finde ich das Thema grundsätzlich wichtig? Aber ja gut, ich selber arbeite doch am liebsten analog. Ne? Also so dann fängt es ja sozusagen an, schwierig zu sein. Oder ja, Bildungsgerechtigkeit, unheimlich wichtige Sache. Mensch, die armen Kinder aus den Arbeiterfamilien. Aber was trage ich dazu bei, diese Menschen in der Schule letztendlich zu identifizieren, zu gucken, wie kann ich die stärken in ihrer Persönlichkeit und da sozusagen meinen eigenen Beitrag zu leisten. Und Thema Führung ist genau das Gleiche. Wir wissen alle, ja, ne, agile Führung ist ganz wichtig und toll. Aber wenn man sich kurz hinterfragt, ja, was heißt das eigentlich? Und was bedeutet das für mein eigenes Handeln? Bin ich sozusagen als Mitarbeiterin überhaupt gewillt, Verantwortung zu übernehmen? Oder bin ich eigentlich doch ganz bequem in meiner Rolle, die Chefin sagt schon, wie es gehen soll und ich warte mal, bis da ein Signal von oben kommt. Und ich glaube, dieses Arbeiten an der Haltung, das ist so wahnsinnig wichtig, das ist sehr komplex und das fordert uns alle wahnsinnig heraus, aber es ist das Entscheidende, um überhaupt für sich was in Bewegung setzen zu können. Und dann steht vielleicht auch der Politiker, die Politikerin
mal ein bisschen längerfristig auf der Leitung und sagt, okay, ich habe aber, die Administration ist das eine, aber ich versuche tatsächlich was zu verändern. Ich finde, es gibt gute Beispiele, wo Menschen, Universitäten, Schulen oder wie auch immer, doch auch in der Lage sind, anders zu führen und sie auf einen anderen Weg zu bringen. Da gibt es super gute Beispiele. Also es ist möglich, Dinge anders zu machen. Man braucht tatsächlich sozusagen eine Haltung und natürlich auch ein Team von Menschen, die da mitmachen. Herr Wasmut. Ja, das unterstreiche praktisch nochmal das, was ich eben sagte. Die Schulleitung und das Kollegium, wenn die vernünftig zusammenarbeiten, sehen wir wunderbare Projekte, die auch ganz toll laufen, wo die Schule wirklich von alleine funktioniert. Und das ist ein ganz wichtiges Medium, was wir dabei haben. Von daher, wenn die Schulleitungen gut ausgebildet sind, wenn die Schulleitungen die Räumlichkeiten haben, wie Sie eben auch schon angesprochen haben, wobei der Digitalpakt ja bloß 10% von dem Sanierungsstau ausmacht, das sind keine Riesensummen, das ist ja das Schlimme. Wir diskutieren ewig darüber und ich habe mit dem finnischen Schulleiter gesprochen, ich war in Estland und habe mit denen gesprochen, die sagen alle, was ihr hier mit Digitalisierung macht, ist alles nett. Wir haben auch Milliarden versenkt, aber wir haben es gemacht und es ist auch viel schief gegangen, aber jetzt läuft's. Und wir sind immer noch an der Diskussion, wie kann es denn vielleicht mal laufen? Das ist halt das Schlimme. Und da gehört auch eine Schulleitung dazu und das hat mir jetzt ein bayerischer Schulleiter gerade gesagt, wir haben ein schwaches staatliches Schulamt, das lief super. Den habe ich sonst was erzählt und dann funktioniert es. Das geht von dem Menschen aus, der vor Ort ist, die Schule leitet, mit dem Kollegium, das entsprechend mitnimmt und dann wirklich für die Kinder hinterher was bei rauskommt. Das ist der Punkt, genau. Es gibt aber auch die andere Seite. Ich war letzte Woche auf einer Jury-Sitzung, da ging es um Digitalprojekte und da war dann ein Projekt, was vorgestellt wurde, eine Computer-AG an einer Grundschule für Zweit- und Drittklässler, die tagen einmal in der Woche eine halbe Stunde auf dem Flur, weil sie keinen Raum haben und setzen sich dann auf den Schulflur mit drei Laptops hin und arbeiten da. Auch sowas gibt es ja. Also ich wollte nochmal anknüpfen an das, was Britt gesagt hat mit der Haltung und ich gebe dir uneingeschränkt recht. Das sind, aus meiner Perspektive sind das unterschiedliche Ebenen. Das eine ist die gesellschaftspolitische Ebene und wie kriegen wir sozusagen auf der Gesamtebene etwas in Bewegung. Und da haben wir eben ganz, ganz viele Hürden. Und das andere ist, wie schaffen wir es? Aber weil wir haben ja auch nur ein Leben. Ne? Also wenn wir jetzt mal davon ausgehen, so ein Schulsystem verändert sich irgendwie über Jahrzehnte, dann ist es für mich zum Beispiel schon zu spät, weil ich bin 55 und wollte dann eigentlich in Pension mich, also in ungefähr 10 Jahren nicht mehr damit beschäftigen. Also muss ich mir ja die Frage stellen, was motiviert mich denn im Hier und Jetzt, dafür weiter einzustehen auf gesellschaftspolitischer Ebene. Und das funktioniert, glaube ich, nur, wenn man sich selber ein Umfeld schafft, was genau so funktioniert. Nämlich, dass ich sage, ich brauche in meinem Umfeld eine Organisation, die genau so schon arbeitet. Nämlich, ich möchte ein anderes Menschenbild. Ich möchte, dass wir also umsetzen, in meiner Führungsarbeit zum Beispiel auch als Leiterin einer solchen Einrichtung. Ich möchte, dass wir anders miteinander umgehen, dass wir anders miteinander lernen. Weil das ist ja das, was mir jeden Tag Kraft gibt dafür, dass man daran sozusagen an den großen Stellschrauben weiterdreht. Ja, das ist, glaube ich, und das geht an jeder Schule. Und da werden meines Erachtens auch Graubereiche, die das System zulässt, nicht ausreichend genutzt. Und da kommen besagte Schulleiterinnen und Schulleiter ins Spiel. Ja? Viel zu oft höre ich, was alles nicht geht. Also der Reflex ist immer, was alles nicht geht, was die Bezirksregierung verhindert, was das Ministerium verhindert. Und so krass, wie ich sie eben auch geschildert habe, aber im Einzelfall verhindern die auch manchmal einfach gar nichts. Ja, sondern man kann viel, viel, viel mehr machen. Ich werde nie vergessen, als einer der ersten Veranstaltungen, die wir hier zur Führung hatten, ich weiß nicht, ist schon mehrere Jahre her, war Ulrich Wehrhöfer, damals noch Gruppenleiter, jetzt Abteilungsleiter im Ministerium für Schule und Bildung hier in NRW da. Und da ging es zum Thema Change Management. Da saß er auf dem Podium. Und das hat er ganz klar gesagt. Er hat gesagt, zu den Kollegen, ganz, ganz viele Lehrerinnen und Lehrer im Raum, ihr könnt viel, viel mehr machen. Da war großes Raunen im Publikum. Ich glaube aber, dass es schlicht und ergreifend stimmt, weil wir haben immer wieder das Phänomen, dass einzelne Schulen, und morgen gibt es auch so einen Film, die Kollegen von Augenhöhe macht Schule, sind auch hier, die zeigen ganz viele Schulen, in denen das funktioniert. Und darum glaube ich, wir verändern nichts mit diesen Projekten, vielleicht auf gesellschaftspolitischer Ebene. Sie verändern aber für das eigene Leben und für die Schülerinnen und Schüler und für die Kolleginnen und Kollegen vor Ort jeden Tag eine ganze Menge. Und darum lohnen die sich so. Ja, ich auch auf die Gefahr hin, jetzt sehr pessimistisch zu klingen, weil es ist nicht so gemeint und ein bisschen Wasser würde ich jetzt doch gerne in Wein gießen. Ja, ich weiß. Na, obwohl ich auch jemand bin, der also eher dazu tendiert, gegen die Wand zu laufen und so lange dagegen zu laufen, bis sie kaputt geht. Also es gibt zwei glückliche Konstellationen. Man kann einen neuen Bereich aufbauen oder aber man hat das Glück, man kommt irgendwo hin und irgendwie die Chemie passt. Man hat, also ich habe mal den schönen Begriff Guiding Coalition gelesen.
Sonst kann die Arbeit mit Systemen sehr, sehr schwierig werden und mit der Kultur, wenn die sich sehr verfestigt hat halt. Und ich muss sagen, das ist etwas, was mich persönlich auch sehr umtreibt. Wie bearbeitet man denn ein System und eine Kultur? Und wenn ich ehrlich bin, habe ich da keine guten Antworten für gefunden. So, wenn man auf der einen Seite sieht, das Umfeld verändert sich dynamisch, die Anforderungen verändern sich dynamisch, das eigene System und auch das Umfeld dieses Systems sozusagen tut sich sehr schwer damit, das wahrzunehmen und das aufzunehmen. Und wie knetet man den Ton, der da sehr, sehr hart ist? Also das ist das Problem. Das soll es nicht schmälern. Also ich glaube, dass diese Beispiele, wo eine gute Konstellation da ist, wenn man was neu aufbauen kann, die formen auch, verändern auch sozusagen diese Kultur, weil man hat dann einen Leuchtturm, an dem man sich ausrichten kann und so weiter. Aber ich denke, und das ist ein Thema, das mich sehr umtreibt, also wo ich auch merke, da habe ich selber ganz dringenden Lernbedarf sozusagen, wo bekommt man denn das Know-how her, dieses wirkliche Wissen, weil wir haben ja alle nicht Führungskraft gelernt, sondern sind dann in dieser Position, um mit diesen Konstellationen umzugehen, muss ich sagen. Und wobei jedes gelungene Beispiel sozusagen führt dazu, dass wieder ein kleiner Schritt vorangeht. Aber wir brauchen natürlich eine unglaublich lange Perspektive. Ne? Das, als du das gerade sagtest mit deiner Rente, war ich fast erschrocken, dass ich dachte, okay, was lohnt sich denn dann überhaupt noch? Ja, also frage ich mich. Ich bin auch ungefähr so alt, deshalb darf ich das sagen. Frage ich mich auch. Wir können uns zusammensetzen, Tee trinken. Genau. Nein, also ich glaube, ich finde diese Kulturfrage mega, mega, mega entscheidend. Also Peter Drucker, ist ein Spruch, den ich irgendwie gerne sage. Peter Drucker hat gesagt, einer der größten irgendwie Management-Forscher an der Harvard Business School, Culture Eats Strategy for Breakfast. Ja, das heißt, wir können uns noch so viel vornehmen, ja, wenn wir diese sämige, zähe, alte Kulturmasse da sehen, in den Administrationen oder wo auch immer, dann ist das eine kulturelle Frage. Das heißt, Kultur tatsächlich auch zu adressieren seitens der Führungskräfte, also nicht Strategie, Ziele, der inhaltliche Austausch, so wichtig wie er ist, ohne Frage, weil ohne Inhalte macht das natürlich alles sowieso keinen Sinn, also müssen wir uns über Inhalte austauschen. Aber die Frage, wie und in welcher Kultur wir miteinander arbeiten wollen, wie man führt, ist auch eine Kulturfrage. Sind wir wieder irgendwie bei dem Beispiel irgendwie der Schulleiter. Ja? Glaube ich, dass das explizit adressiert werden muss. Und das geschieht aber nicht. Wenn man sich ganz, ganz viele Führungsfortbildungen anschaut, dann sieht man, dass ganz viel inhaltlich oder ganz viel Methoden geschult werden. Wie führe ich ein Mitarbeitergespräch? Ja? Aber sich mal die Frage zu stellen, kann man dann auch auf der anderen Seite schulen lassen, weil dann schulen sich die Mitarbeiter, die schlauen sich dann auf, wie komme ich besonders schlau aus dem Mitarbeitergespräch heraus, habe 1000 Zugeständnisse, kann aber so weitermachen wie bisher. Das ist das Spiel, was abläuft. Das ist also die Frage, die wir uns doch eigentlich stellen müssen, ist, brauchen wir Mitarbeiterinnen und Mitarbeitergespräche? Also bevor Schule anfängt, Mitarbeiterinnen und Mitarbeitergespräche einzuführen, die viele Schulen ja überhaupt noch nicht kennen, könnten sie, ja, ist ja so, weil man das noch als hip wahrnimmt, mal hingucken in der freien Wirtschaft, in den entsprechenden Unternehmen, die vorne sind, also die sich mit solchen Themen sehr stark befassen im Rahmen von New Work-Debatten oder so weiter, werden diese Gespräche schon wieder abgeschafft, weil man genau diese Effekte nicht gebrauchen kann, sondern man diskutiert über etwas ganz anderes. Ja? Und das, glaube ich, darauf lassen wir uns wenig ein. Wir scheuen auch den Konflikt. Wenn ich als Kollegin hier an der Uni, scheue ich mich doch den Konflikt, dir als irgendwie mein Kollege zu sagen, weißt du, Hubertus, das finde ich einfach drist, wie du da irgendwie mit deinen Kollegen, das machen wir nicht. Peer-Feedback ist zum Beispiel etwas, was wir nicht machen. Ja? Feedback von oben, gehen wir von aus, muss ich irgendwie gucken, wie kriege ich das am besten weggepuffert. Ja, also nicht, wie ist das, nutze ich das zu einer reflektierten Auseinandersetzung mit mir selber. Ja, das passiert nicht. Aber ich sage das selbstkritisch aus der Sicht von jemandem, der auch in Führung arbeitet, machen wir das auch genug A als Vorbild vor? Also arbeiten wir selber auch so? Und B, leiten wir das denn entsprechend auch so an und fordern das von Kolleginnen und Kollegen in unseren Institutionen denn ein? Ich glaube nicht. Herr Wasmuth. Ja, so unterstützt das Ganze auch nochmal so ein bisschen. Ich denke, Fehlerkultur ist was ganz Wichtiges, was die Lehrer genauso wie die Eltern und die Schüler machen müssen. Und wir haben, glaube ich, da wirklich das Problem, dass wir zwar irgendwelche Bögen ausfüllen oder irgendwelche Schulinspektionen machen. Und wenn ich das in Hessen gesehen habe, da war es letztendlich so, beim zweiten Durchgang Schulinspektion, mittlerweile ist es ja eingestellt, wussten die genau, auf was achten die vom Ministerium kommen. Und da haben wir uns darauf vorbereitet, dass die Punkte entsprechend besser werden. Das kann es ja eigentlich nicht sein. Das ist genau das, was Sie ja gesagt haben. Wir haben da so ein starres System und müssen ganz viel Verwaltung machen, ohne dass hinterher was bei rauskommt. Aber ich frage jetzt einfach nochmal
auf der politischen Ebene. Wir haben ja den Rechtsanspruch, zumindest im Koalitionsvertrag vereinbart, das ist ja auch nochmal ein Thema hier, zur Ganztagsschule für Grundschulkinder. Was passiert denn auf Bund-Länder-Ebene? Ist das bekannt? Also es gibt ja Arbeitskreise dazu, wir sitzen da in einem mit drin, wonach man darüber redet, wie kann ein guter Ganztag mal aussehen, aber was passiert überhaupt auf Bund-Länder-Ebene? Da haben wir genau das Problem mit dem Föderalismus, dass die Länder sagen, ja, so ein bisschen was können wir beisteuern und wir diskutieren über irgendwelche Zeiten, aber es ist im Moment gesetzlich überhaupt noch nichts fixiert. Also im schlimmsten Fall, wenn im halben Jahr die Bundesregierung nicht mehr steht, ist das Thema Rechtsanspruch Ganztagsschule für Grundschulkinder erstmal vom Tisch. Und das ist eigentlich schon traurig. Wir diskutieren über Ganztagsschulen nicht erst seit gestern, sondern auch schon ganz, ganz lange. Und das wäre ja eine Möglichkeit, zumindest Bildungsgerechtigkeit oder Bildungschancen zu eröffnen. Und da frage ich mich immer, warum geht es da nicht weiter? Wollen Sie sich einmischen? Dann wedeln Sie mal mit den Armen. Wir freuen uns natürlich, wenn weitere Impulse kommen. Falls das noch nicht der Fall ist, wir kriegen das hier auch hin. Sie sehen, die diskutieren gut. Ich muss kaum was tun. Das ist alles sehr, sehr schön. Pressemeldung. Ja, ich komme zu Ihnen. Ja, mein Name ist Martina Fach-Oberhoff, ich komme vom ZFSL in Düsseldorf. Ganz am Anfang des Talks ist von Ihnen angesprochen worden, Frau Mahler, dass die Forderung oder die These, wir müssen anders denken. Dann haben Sie dieses alte Beispiel von diesem Elefanten gebracht, das wir schon seit 40 Jahren kennen. Sie haben ja auch den Perspektivwechsel benannt, der aber auch schon seit 10 Jahren bei uns in Diskussion ist. Was müssen wir denn jetzt wirklich aus Ihrer Sicht anders denken? Wir haben ja gestern wunderbare Impulse gekriegt. Was haben Sie für sich persönlich mitgenommen, um damit letztendlich sich auf den Weg zu machen? Das würde mich interessieren. Ja, sehr gerne. Wir haben gestern die Diskussion, Silke meldet sich schon, über diese alten Beispiele auch schon geführt, weil wir hatten noch ein drittes altes Beispiel gestern, das war die Zukunftskonferenz. Meine erste These ist, nur weil die Sachen alt sind, sind sie nicht falsch. Ja? Nur weil wir sie schon ganz lange kennen, ich bin Gesamtschullehrerin und auch ideologisch verbohrte Gesamtschullehrerin, wir wissen das schon lange, wie bestimmte Dinge aus der Gesamtschulbewegung, aus dem Unterricht an der Gesamtschule, in der Gesamtschule hier in Nordrhein-Westfalen, wie viele Dinge gut funktionieren. Wir tun sie trotzdem nicht. Ja? Aber ich gebe Ihnen vollständig recht, dabei stehen zu bleiben, bringt ja nichts. Und die Frage habe ich mir tatsächlich ganz, ganz lange gestellt, was muss man denn jetzt anders machen? Ich schlage Ihnen einen Weg vor, ganz konkret. Das wollte ich eigentlich heute Nachmittag in meinem Workshop. Weh, da kommt jetzt keiner mehr. Und zwar schlage ich vor, das, was auch gestern gesagt worden ist, was wir auch schon lange wissen, nämlich seit Einstein, Denkmuster zu durchbrechen. Anders zu denken mit unseren alten Vorstellungen, stellen wir uns das mal so vor, wir wollen jetzt so in die Zukunft gehen, die Zukunft ist jetzt mal da oben, ist ja auch immer ein bisschen beschwerlich, da hochzukommen, dann kommen wir mit der ganzen Vergangenheit im Rücken, kommen wir und wollen in die Zukunft. Und die Denkweise, die wir haben, die kommt aus dieser Vergangenheit, die haben wir hier im Rucksack, weil wir kennen ja keine andere Denkweise, weil die da vorne, die kennen wir ja noch nicht. Wir sehen diese vielen verschiedenen Zukünfte, manche machen uns Angst, wie Chips im Kopf oder sowas, ja, andere freuen wir uns vielleicht drauf, wie Genderlied, ja, das ist unterschiedlich, aber wir wissen ja gar nicht, wie wir da hinkommen. Wir sehen ja nur diese Ziele vielleicht. So, was wir jetzt tun müssen ist, nehmen wir mal den Rucksack ab, imaginärer Rucksack ab, ja, wir nehmen den Rucksack ab und wir gehen jetzt einfach mal hier vorne hin, ich sag mal in das Jahr 2000 und hier, wo der Benjamin sitzt, ist 2030, ja, so, und jetzt drehen wir uns, da ist die Zukunft und jetzt drehen wir uns um und jetzt haben wir die Zukunft im Rücken und das Wissen über die Zukunft steuert uns und wir beurteilen die Situation und wir überlegen mal, dass ein Perspektivwechsel mal ganz anders. Ja? Wir gucken mal von dem, wenn wir uns hier hinstellen und sagen, wenn ich mir ungefähr vorstelle, hier so ist diese Zukunft, ich weiß nicht genau, ob die so ist, ja? Aber ich traue mich mal, mir die auszumalen mit meinem Wissen von heute und meinen Vorstellungen, die ich dazu habe und drehe mich dann um und gucke auf, sagen wir mal, der Fotograf, der Fabian, der ist das Jahr, wo wir uns jetzt befinden, 2019, jetzt berate ich mich selber mal aus dieser Rolle heraus, für das Jahr 2019, was ich tun soll. Und dann habe ich ein Denkmuster meines Erachtens durchbrochen. Und wenn ich das einmal versuche und das mal mit einem Kollegium versuche, komme ich zu ganz anderen Ergebnissen. Ich komme zu ganz anderen Vorstellungen für meine Einrichtung, für meine Schule. Also das ist mein persönlicher Schluss. Also, ja. Also Barrierefreiheit wäre bei mir schon mal dabei.
Ja, mein Name ist Silke Bedina-Kagel, ich bin die Sprecherin von School is Open 4.0 und ich komme gar nicht zum Twittern, weil der Opening Talk ist. Ich fand es jetzt im Moment auch wieder so schön, dass ausgerechnet bei Benjamin, quasi beim Engel der Geschichte, du standst und das rumgedreht hast, war interessant. Vielen Dank, dass Sie sich so aufeinander einlassen. Ich wollte betonen, dass es uns jetzt bei School is Open immer darum geht, das Wofür zu klären. Und wir sind aber auch diese Gruppe der Weltverbesserer quasi. Und das fand ich einen wichtigen Punkt, den Müller-Mahler gemacht hat, dass man quasi von der eigenen Position Abstand nimmt und überlegt, was gibt es noch für andere Gruppen, was gibt es für Beteiligte, die ganz andere Vorschläge haben könnten, um eben ein Ziel zu erreichen. In unserem Fall ist es so, dass wir gegen Judenhass arbeiten wollen, pädagogisch. Und da ist es auch so, dass nicht nur wir sozusagen eine Lösung kennen, sondern dass ganz viele Menschen sich dafür einsetzen müssen, dass Antisemitismus zum Beispiel zurückgedrängt wird. Genau. Auch Eltern, die Universität hat was dafür, die Bibliotheken bieten was dafür an. Und da gibt es aber jeweils unterschiedliche Ansichten, wie man das machen könnte. Und es gibt nicht nur einen Weg, sondern eben ganz viele. Und das nehme ich heute ganz deutlich aus dem Opening Talk mit. Vielen, vielen Dank. Herr Neuhausen direkt dazu und dann. Ja, also ich finde das eine tolle Idee. Aber es gibt dann ja, wenn man solche Methoden greift, zum Beispiel den Dialog mit der Zukunft, ganz oft Reflexe, das ist dann, wo man dann merkt, die Leute wollen gar nicht darüber sprechen. So, das ist also etwas, was sehr häufig kommt. Noch schlimmer, wenn man dann, ich sag mal, sich ein Ziel gesetzt hat und geht dann los, dann kommen auf einmal auch weitere Reflexe, weswegen das nicht geht. Und ich möchte jetzt deutlich sagen, ich hinterstelle niemanden, dass er Dinge bewusst sabotiert, weil die meisten Menschen, die ich so kennenlerne im Arbeitsleben, sind eigentlich hochmotiviert und machen das, was sie machen, eigentlich auch gern und aus Überzeugung und weil es ihnen wichtig ist. Also das ist mir ganz wichtig, dass das festgehalten wird. Aber interessant ist natürlich, wo kommen die Reflexe her und was sind diese Reflexe und wie bearbeitet man diese Reflexe? Und mein Eindruck ist, es ist oft nackte Angst, sozusagen, und sie ist den Leuten aber nicht bewusst, dass sie das haben, sozusagen. Also das, und deswegen ist es so schwierig, das im Grunde dann zu thematisieren, sozusagen, weil wenn man jetzt sagt, hör mal, du hast ja Angst eigentlich davor, dich einzulassen, dann sagt er, ich habe doch keine Angst, also was unterstellst du mir ja eigentlich? Und das ist die Frage, wie geht man mit diesen Gemengelagen um, muss ich sagen, und da schließe ich nochmal anders an, was du vorhin gesagt hast, Möhle. Ich habe auch noch kein Führungstraining kennengelernt, das einen auf diese Problematik einlässt, also ein tolles Gespräch zu führen, ich meine, das ist Quatsch. Also es hilft einem nichts. So, ne? Aber wie gehe ich mit diesen Gefühlen um? Herr Wasmuth, dann Frau Damm und dann haben wir noch eine Wortmeldung hier. Da ich ja selber Beamter bin, darf ich das jetzt mal so sagen. Ich glaube, das hat schon ein Stück weit was mit Angst und Vorsicht und so sind wir Deutschen, glaube ich, von der Mentalität auch einfach her. Es gibt einen Rahmen und in dem muss ich mich bewegen. Sie haben gesagt, es gibt viele Grauräume, die könnten wir nutzen und vielleicht muss man sich einfach mal ins Leben rufen oder ins Gehirn rufen. Es ist einfach so, unsere Kultusministerien haben zum Beispiel im Rahmen der Lehrerversorgung ganz viel geplant und gerechnet und mit statistischen Ämtern. Und kurioserweise wissen wir jetzt alle, oh, wir haben zu wenig ausgebildet an den Hochschulen, haben jetzt ein Riesenproblem, haben keine Lehrer. Auch wenn die Ganztagsbetreuung kommt, haben wir ein Problem. Wenn die Erzieher gebraucht werden für die frühkindliche Förderung, haben wir ein Problem. Also obwohl alles perfekt durchgeplant ist, von lauter schlauen Leuten und Beamten wie mir auch, gab es da Fehler. Und von daher kann ich nur appellieren an Sie alle, die ja letztendlich an diesen kleinen Rädchen drehen können, gehen Sie raus, haben Sie Mut und versuchen an diesen Rädchen zu drehen, auch mit Sachen, wo man vielleicht mal auf die Nase fällt. Aber es ist besser, als gar nichts zu machen und einfach in diesem Rahmen zu bleiben. Danke. So klingt ein verbeamteter Revolutionsaufruf. Frau Damm. Ja, dass du für die Revolution, das haben wir ja schon mitgekriegt, aber Frau Damm. Ja, was soll man darauf noch sagen? Nein, ich würde sozusagen gerne nochmal den Blick wieder zurück in die Schule lenken. Also letztendlich, wir reden über uns als Führungskräfte, wie sind wir groß geworden, was haben wir im Rucksack, was hindert uns daran, gute Ideen, die schon ganz lange existieren, auch doch mal auch in die Realität oder umzusetzen oder vielleicht existieren sie ja schon und werden umgesetzt, nur nicht so, wie wir es vielleicht sehen oder bewerten, weiß ich gar nicht genau. Aber aus meiner Sicht ist ja das Entscheidende, dass wir sozusagen hier mit den Menschen, die hier sitzen, die zukünftig Lehrerinnen und Lehrer werden, dass wir sozusagen in der Lage sind, unsere
Kinder, Schülerinnen und Schüler auch sozusagen zu Menschen groß werden zu lassen, die genau dazu in der Lage sind, unterschiedliche Perspektivwechsel einzunehmen, Verantwortung zu übernehmen, dass sie akzeptiert werden mit ihrer Meinung, mit ihrem Dasein, so sein, dass sie okay sind, so wie sie sind und dass sie damit stark werden. Ja? Und ich glaube, daran müssen wir ganz klar arbeiten und das ist das, was Schule aus meiner Sicht auch nach wie vor groß aufzuholen hat. Und ich finde, diese Fridays for Future-Bewegung ist so wahnsinnig, wahnsinnig interessant zu beobachten. Wie gehen wir als Erwachsene, wie geht Politik, wie geht das Schulsystem mit diesen Menschen, mit diesen Jungen, mit dieser Anarchie, die da vielleicht auch ein Stück weit herrscht, eigentlich um? Also von Hilflosigkeit bis großartige Unterstützung ist ja wirklich alles dabei und es ist ein wahnsinnig gutes Schaubild auf das, was sozusagen an Ambivalenzen gerade drin steckt. Wie wollen wir, dass Menschen groß werden, sich artikulieren, stark sind, ihre Meinung äußern, sich erarbeiten an Themen und in der Lage sind, verschiedene Perspektiven heranzunehmen? Ich glaube, das ist gerade ein wahnsinnig guter Moment, genau darauf zu schon, weil wir jetzt sehen, wie reagiert Gesellschaft auf eine solche Bewegung und was macht sie damit und wollen wir das stärken, dass Menschen so in der Lage sind, entsprechend aufzustehen und gerade zu stehen für etwas oder eben vielleicht auch nicht oder wie wollen wir das entsprechend eingrenzen und daran denke ich, sollten wir unbedingt arbeiten, heute und auch in Zukunft, dass wir sozusagen immer gucken, wie können wir uns selber natürlich entwickeln, über Seminare und über Studium und so weiter und so fort, aber genau letztendlich dann zu gucken, was geben wir unseren Kindern eigentlich mit, in ihrer Persönlichkeit das auch entsprechend umzusetzen, was wir uns auch wünschen. Eine Wortmeldung haben wir noch von ihr. Ja, nur kurz, also den Appellen kann ich mich nur anschließen, aber Birgit Weihand, Uni Trier. Mir ist nochmal wichtig, was Sie mit Angst beschrieben haben. Das ist ja vielleicht immer so ein bisschen schambesetzt oder negativ konnotiert. Wenn man sich sozusagen einer völlig neuen Situation stellen kann, die erstmal verrückt erscheint, dann fühlt man sich selber ja auch verrückt. Man fühlt sich aus seinen tradierten, sicherheitgebenden Denk- und Handlungsmustern rausgerückt. Und diese Unsicherheit, also Ambiguitätstoleranz, eine der zentralen Personality-Traits, das ist ja auch was Positives. Damit eröffnen sich ja diese Gestaltungsspielräume. Und gestern, ich will nochmal auch auf diese Gestaltungskompetenz, die halte ich an der Stelle für ganz wichtig, weil die kann in dieses Vakuum, was wir vielleicht dann als Unsicherheit empfinden, da kann die wunderbar reinpassen. Und das geht am besten über Networking. Also wenn man dazu steht und sagt, ich fühle mich jetzt hier total unsicher, alles, mit dem ich mir bisher alles erklärt habe und wie ich damit gehandelt habe, passt jetzt nicht mehr. Wem geht's noch so? Und dann kann man sich zusammentun. Also dass man das nicht sozusagen schambesetzt und als Schwäche auslegt, sondern das ist eine Riesenchance. Das ist ja fast sowas wie ein Schlusswort, oder? Nulle. Ja, ich glaube, was du adressiert hast, Hubertus, hatte ich so verstanden, wie geht man denn auch mit den Menschen um als Führungskraft? Und das ist ja in Schule ein Thema, die dann eben Angst haben. Das ist ja nicht nur in unseren Organisationen, das ist ja in jeder Schule so. Und ich glaube, erstmal, es bringt eben vielleicht nicht jeder das so mit. Und dieser nächste Schritt, ich öffne mich mit Gleichgesinnten und sage, Leute, ich weiß jetzt hier keine Lösung, das ist ja überhaupt nicht Style unserer Gesellschaft. Ja? Du gehst doch nirgendwo hin und sagst, keine Ahnung, dann bist du ja schon weg vom Fenster. Ja, aber Männer können das überhaupt nicht. Also weil, wenn Männer sagen, ich weiß das nicht, Männer können ja nicht mal am Weg fragen, weil ihnen das peinlich ist. Also ich meine nur, ja, also da also das ist ganz schwer, das ist der nächste Schritt, glaube ich. Und was machen wir? Also ich glaube, für Führungskräfte und damit eben auch für jeden Kollegen ist es auch wichtig, wenn ich spüre, mein Nachbar, mein Gegenüber macht die Situation Angst, das auch erstmal auszuhalten und zu sagen, es ist in Ordnung, dass dir das Angst macht. Weil solange Emotionalität im Spiel ist, kommst du nie zurück auf die Sachebene. Das ist das Einzige, was man machen kann, ist erstmal aushalten. Und dann glaube ich, wir kennen ja alle diese Führungspyramide, ne? Also dieses Dreieck, wo oben steht irgendwie Meister Eder und unten drunter sind die ganzen, nee, umgekehrt, Pumuckl ist ja eigentlich der Chef, ne? Und unten drunter sind alle anderen. Ich glaube, diese Führungspyramide muss man umdrehen und dann muss diese Führungskraft, die ganz anders den Spirit von unten gibt, ich male die dann auch gerne mal als so einen Ball, wissen Sie, so einen, wo man so drauf sitzen kann, so ein Wackelball, weil das muss man halt auch ausbalancieren. Und dann muss man genau hingucken und Menschen, die wirklich diese Angst haben, zu unterscheiden von Menschen, die das vorschieben und in Wirklichkeit, habe ich mal einen guten Spruch gehört, sind das die es eigentlich torpedieren wollen.
Und der Spruch, den ich mal in St. Gallen bei der Fortbildung gehört habe, ist, das sind die Osama Bin Ladens des Change-Prozesses. Ja? Und jetzt wird es schwierig, weil diese Osama Bin Ladens des Change-Prozesses, die muss ich erkennen und im Zweifel auch sehr genau sagen, Freund, Freunde, das geht nicht. Punkt. Und das sind wir auch nicht gewöhnt. Wir sind nicht gewöhnt, inhaltlich Tacheles zu reden. Wir sind vielleicht gewöhnt, formale Macht auszuüben, aber wir sind nicht gewöhnt, individuell inhaltlich hinzugehen und zu sagen, das ist jetzt einfach, passt nicht und das möchte ich in meiner Schule, in meiner Einrichtung, möchten wir das nicht, wir möchten einen anderen Style und dein Style passt nicht. Und es gibt andere Schulen, andere Organisationen, andere Welt. So, vielleicht gibt es sie irgendwann nicht mehr, dann zieht das Argument nicht mehr, aber im Moment gibt es sie ja. Ja? So, und ich glaube, das ist etwas, was sehr selten passiert. Die Klagen aus Schule oder bei anderen Organisationen lauten super oft, meine Schulleitung macht nichts, bei uns kann ja jeder machen, was er will, es setzt sich keiner durch. Und da kann man sich nicht immer auf Regeln zurückziehen. Und da Sie ihn gefragt haben, was ich persönlich, das ist zum Beispiel auch eine persönliche Regel, die ich gezogen habe, nicht qua Amt zu agieren, sondern qua Mürde. Und das ist ein Unterschied. Meine Kollegen, vielen Dank.